Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem weiteren Pick-a-Pie von mir. Heute geht es um, ich habe das letzte Mal gar nicht erwähnt, dass es der erste Teil war, aber im zweiten Teil zu dem Thema, wo geht diese Verbindung, diese Partnerschaft hin, dem ich da begegnet bin oder vielleicht mit dem ich auch schon zusammen bin. Und du hast die Wahl zwischen drei verschiedenen Piles. Pile Nummer 1 mit dem Mokkaid, Pile Nummer 2 mit dem Amazonit. Und Pile Nummer 3 mit dem Fluorit. Links zu den Steinen unten in der Infobox. Und ja, du kannst dich zwischen einem und mehreren entscheiden. Du kannst dich zu allen hingezogen fühlen oder auch zu gar keinem. Denk dran, nicht zu 100% muss immer alles passen. Es kann auch Anteile nur sein oder ein Satz. Und ja, ich packe die Links zu den einzelnen Piles in die Infobox. Und du bekommst jetzt hier die Auswahlmeditation, wo du ein bisschen in dich reinfühlen kannst, zu was du dich hingezogen fühlst. Und wir sehen uns dann im entsprechenden Pile gleich wieder. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, Pile Nummer 1 mit dem Mokkaid. Schauen wir mal, was wir hier reinkriegen. Okay. Meine Katze im Hintergrund, falls sich jemand wundert. Mischka. Okay. Okay, das ist eine Verbindung, die definitiv auch schon tiefer geht als gedacht. Ihr kennt euch auch aus früheren Leben. Ich habe auch das Gefühl, ihr sollt ein Zuhause für euch kreieren, schaffen. Ja, keine Angst davor haben, sich ein eigenes Zuhause zu schaffen. Ich glaube, da kommen auch ab und zu mal ein paar Schattenseiten hoch, bei dir oder bei demjenigen. Da ist aber Kommunikation das A und O. Auch so eine gewisse Ruhe, Ausgeglichenheit findet da statt. Oder ist da vorhanden? Kein Aufräumen. Also hier, ihr müsst nicht zusammen aufräumen. Da ist wahrscheinlich sehr viel schon harmonisch. Jupiter-Energie, das heißt, das breitet sich auch aus, es weitet sich aus, es ist auch der Glücksplanet in der Astrologie. Das heißt, Dinge sollen auch vorangehen oder vorankommen.
Wir haben auch gleichzeitig eine Orion-Energie, also kein Wunder. Ich meine, ich habe ja hier den Orion-Gürtel, die drei Pyramiden, ja. Also das heißt, da ist auch eine Verbundenheit, da habt ihr aber schon eine gemeinsame Herkunft. Ja, ihr sollt, glaube ich, in dieser Beziehung lernen, euch durchzusetzen, ja, eure Dinge auch anzusprechen, nicht hinterm Berg zu halten. Ihr sollt auch Kontakte haben, also ihr seid nicht solche, die in der Partnerschaft nur alleine sind, sondern ihr dürft auch Kontakte mit anderen haben. Also jetzt nicht, nicht um da sich auszuleben. Also könntet ihr, ja, also das ist, kann es auch gemeint sein, aber eben auch, dass ihr Freunde haben dürft, dass ihr rausgehen dürft, ja, dass da nicht irgendwie da keine mal anderen Menschen eine Rolle spielen, sondern da dürfen auch andere Menschen eine Rolle spielen. Es kann sein, dass in deinem Leben es vielleicht schon so war, dass du sehr isoliert gelebt hast und das wird mit dieser Verbindung aufhören. Und du wirst dich ab und zu ahnungslos fühlen, so wie, wo führt das hin? Was ist das hier überhaupt? Warum mache ich das? Warum sind wir zusammen? Welchen Sinn hat das Ganze? Aber du darfst ruhig ahnungslos bleiben, ist nicht so schlimm. Ja, deswegen 11. Haus, auch interessant, dass ich ja gesagt habe, 11. Haus steht für den Wassermann, für die Außenwelt, für Kontakte, für sich ausleben, für Social Networks, ja, also soziale Medien. Du darfst ruhig da interaktiv sein. Kann auch sein, dass ihr euch darüber kennengelernt habt. Dann habe ich hier nochmal das 8. Haus Skorpionenergie, also auch wirklich sich durchzusetzen, weil der Skorpion packt die Sachen auch raus. Gleichzeitig darfst du aber auch nicht vergessen, dass du auch hier in deiner, ja, in deiner Körperlichkeit, in deiner Sexualität dich auch auslebst und auch durchsetzt, was du vielleicht vorher nicht so gemacht hast, dass du auch ruhig deine Wünsche und Bedürfnisse äußerst. Ich glaube, das Thema Konkurrenz wird keine Rolle mehr spielen. Also Eifersucht wird sich in Maßen halten. Ich meine, klar, wir haben ja die Skorpionenergie, die doch recht eifersüchtig sein kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Verbindung das auch heilen wird. Gerade auch, weil Kontakte eben möglich sind mit anderen. Dass das nicht mehr so ein Thema ist von, oh, du hast wo geflirtet oder du hast wo irgendwo geguckt. Nein, da wird man Vertrauen haben. Einfach Vertrauen. Das Ganze ist auch so gewollt, ja. Also ihr wurdet auch von euren Geisthörern zusammengeführt. Und hier soll auch ausgleichende Gerechtigkeit stattfinden. Also alles, was dir vorher irgendwo, sagen wir mal, angetan wurde oder wo dein Leben sehr hart war, wirst du durch diese Verbindung wieder heilen können. Ja, also hier findet Heilung statt. So brauchst du da keinen Kopf machen. Das ist eine gute, gesunde Verbindung, die dir helfen wird, dich sogar Mutter werden zu lassen. Also falls du jetzt weiblich bist, ja, dass du auch Mutter werden kannst. Und falls da ein, ja, falls du jetzt ein Mann bist, dann wird die Partnerin höchstwahrscheinlich Mutter. Oder vielleicht ist sie auch schon Mutter, aber hier ist das Mutterthema definitiv. Kann auch ein bisschen Überforderung auslösen. Ja, weil gerade immer Eltern werden oder irgendwie, ne, Kinder spielen immer eine große Rolle, aber das wird gemanagt. Ja, ihr seid fleißig dran, an eurer Verbindung zu arbeiten und das auch hinzubekommen. Du darfst halt nur nicht Angst haben vor den Schattenseiten, die ab und zu hochkommen, vor den, sagen wir mal, Dämonen, die Menschen haben, ja. So alte Sachen, alte karmische Sachen, die da mitgeschleppt werden oder auch Verletzungen aus früheren Beziehungen, dass du dich davon nicht so einschüchtern lässt, sondern verstehst, es gehört dazu. Jeder Mensch hat irgendwo was mit sich zu tragen und das wird auch wieder heilen. Das dauert nur ein bisschen und dass du da nicht verlangst, dass alles sofort glatt geht und alles sofort super läuft, sondern sagst, nee, das Leben ist alles eine Lektion und alles irgendwo ein Wachstum oder ein Prozess des Wachstums und dass du da ruhig auch Vertrauen rein haben darfst, wenn es gerade nicht so perfekt aussieht, dass es aber noch besser wird und dass da auch nichts zufällig ist an dieser Beziehung. Ja, das ist jetzt auch wieder kurz und knapp, aber mehr wollen sie mir, glaube ich, auch nicht sagen, sondern da kann, wie gesagt, ein Mutterthema noch eine Rolle spielen. Es kann auch deine Mutter sein oder Mutter generell, Schwiegermutter, ne? Sowas, dass da vielleicht auch nochmal eine Überforderung kommt, dass sich vielleicht jemand einmischen will, ja, und das vielleicht nicht so gut findet, aber da darfst du absolut nichts drauf geben, und darfst denjenigen auch nicht da einmischen lassen, weil derjenige hat hier keine keine Rolle zu spielen. Es kann natürlich sein, dass Verletzungen durch die Mutter auch eine Rolle spielen, ja, dass jemand durch die Mutter, egal ob jetzt männlich oder weiblich, verletzt worden ist und sehr stark ja, enttäuscht wurde und dass deswegen derjenige
nicht so richtig Zugang immer zu sich findet und deswegen ab und zu vielleicht auch verschwindet, ja, und auch nicht immer anwesend ist oder zugänglich ist. Dass du da einfach verstehen lernst, dass das ein Teil ist, der da gerade am Heilen ist, aber immer mal durchkommt. Deswegen glaube ich auch die Schattenseiten, die hier immer mal durchbrechen. Ja. Sieht aber sehr gut aus und sieht vor allen Dingen auch sehr verbunden aus und auch sehr heilsam aus. Also, ne, zur Heilung gehören eben auch Stolpersteine. Da ist nicht immer alles allglatt. Okay, meine Lieben, das war's zu Peil Nummer 1. Falls du dich noch zu einem anderen Peil hingezogen fühlst, dann schau den gerne an. Ansonsten schau dir auch gerne noch das andere Video an, Teil 1, wo ich auch drei Peils habe, genau zu demselben Thema, weil nicht immer passt ja alles für jeden und vielleicht ist ja dann noch was für dich dabei. Okay, meine Lieben, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich. Hallo, Peil Nummer 2, ihr habt den Amazonit gewählt. Wir schauen mal, wo diese Verbindung hinführt. Okay, also hier geht es schon mal sehr gefühlvoll zu. Ja, das ist meine Kelchkarte sozusagen. Wir müssen jetzt nur rausfinden, inwiefern, worum es geht. Okay, wir haben also ein gewisses Gleichgewicht, worum es geht. Aber auch um eine gefühlte Einsamkeit. Okay, also hier habe ich das Gefühl, geht es auch um Wankelmütigkeit, stürmisch. Manchmal auch das Gefühl, vielleicht nicht so richtig zu wissen, wohin, wie, wo, was. Und man sehnt sich aber nach dem Gleichgewicht und der Harmonie. Jetzt müssen wir nur rausfinden, inwiefern das Ganze hier noch gemeint ist. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es diese Verbindung frustrierend für jemanden ist, weil es nicht so vorwärts geht, wie man gerne möchte. Man fühlt sich vielleicht sogar wie ein Außenseiter, so als ob in der Verbindung man irgendwie derjenige ist, der vielleicht am meisten gibt oder am meisten auch begegnen möchte, ja, der vielleicht immer schreibt oder kommuniziert oder immer in diese Richtung geht von Hallo, hier bin ich. Und der andere erwidert das nicht ganz so. Ja, ich habe auch das Gefühl, du bist verspielter. Oder der andere spielt sogar mit dir. Das könnte auch ein Hinweis sein. Ja. Sehr erfolgreich sogar. Und es kann auch sein, dass aus deinen alten Verletzungen du dazu neigst, genau solche Beziehungen wieder anzuziehen. Weil du es nicht gewohnt bist, dass wirkliche Harmonie herrscht. Du möchtest sie, aber du hast sie so noch nicht so richtig gefunden. Ich habe auch das Gefühl, du machst dich vor allen Dingen zunichte, ja, dass du dich sehr abstrafst dafür, dass vielleicht Dinge nicht vorwärts gehen. Schon wieder spielen. Ich habe aber irgendwie das hier diesmal so einen leichten negativen Hauch von spielen. Also mit Gefühlen spielen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, du weißt es eigentlich besser. Ja, ich habe das Gefühl, du weißt es hier eigentlich besser. Hier geht es auch um Besitz. Ich habe fast das Gefühl, diese Verbindung geht doch darum, dass man jemanden besitzt, vielleicht auch eine gewisse Frustration oder Kränkung, die stattgefunden hat. Und jetzt will man denjenigen einfach nur besitzen. Das ist so ein Ego-Ding. So kommt es mir ein bisschen vor. Hier geht es definitiv auch darum, dass du jemand bist, der wahrscheinlich eher introvertiert bist. Also nicht so stark im Außen deine Bestätigung brauchst. Ja, also, ja. Lass uns mal hier. Also, diese Verbindung ist frustrierend, nicht so einfach. Man fühlt sich ein bisschen, als wird man, ja, ein bisschen veräppelt. Das ist alles nicht so richtig stimmig. Es sind viele Hürden, Stolpersteine, Schwierigkeiten. Man versucht sich anzunähern, was auch erfolgreich klappt, aber der andere öffnet sich nicht. Ich habe das Gefühl, von deiner Seite definitiv gar kein Problem. Du öffnest dich, du gibst deine Gefühle, du zeigst, wer du bist, aber der andere sabotiert das regelmäßig. Ja, der will die Nähe vielleicht nur mal kurz zulassen, zieht sich dann wieder zurück, will dann doch nicht. Hier ist es so, dass ich nicht das Gefühl habe, dass derjenige wächst und aus dem Ganzen rauskommt, sondern dass derjenige gar nicht so richtig an sich arbeitet und das gar nicht richtig auflösen kann und deswegen du da irgendwo hängst. Und hin und her schwankst. Ja, wie so ein Pendel, das einfach so, ja, keine Ahnung, nicht so richtig weiß, wo es hingehört.
Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass du, ja, dass du eigentlich da raus willst aus diesem Gefühlschaos. Ich glaube nicht, dass das sofort alles abbricht. Ich glaube auch nicht, dass das sofort alles vorbei ist. Ich sehe aber, dass da gerade kein Wandel stattfindet und dass deine Frustration weiterhin noch ein Thema sein wird. Ich glaube, sobald du weißt, was du willst, wird sich auch Bewegung reinbegeben in das Ganze. Aber solange du auch nicht genau weißt, was du willst, zu 100% und nicht schwankst und wirklich dabei bleibst, was du willst, erst dann kommt die Veränderung und vorher bleibt sie die ganze Zeit in diesem Schwebezustand, habe ich fast das Gefühl, oder in diesem nicht so schönen Zustand. Weil eigentlich war Potenzial da, aber wenn jemand sein Potenzial nicht nutzt, kann man nichts machen. Ja, einer alleine kann leider nichts machen, der andere muss mitziehen, ansonsten funktioniert es nicht. Und deswegen, du kannst auch sehr wütend werden, beziehungsweise da ist auch schon angestaute Wut, die du zurückhältst, weil du es nicht zunichte machen willst, weil du nicht noch frustrierter sein willst. Du willst nicht noch mehr meckern oder noch mehr irgendwas sagen. Du hoffst, dass es doch irgendwie läuft, aber ich kann dir jetzt schon sagen, ohne dein Zutun wird da gar nichts laufen. Und das heißt nicht, dass du jetzt noch mehr tun musst, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, du musst da eine klare Ansage machen. Ich fühle irgendwie, dass du eine klare Ansage machen musst oder dich halt zurückziehst und das Ganze beendest, aber dass das hier nicht von der anderen Seite kommen wird, dass sich auf einmal jemand öffnet und total dir begegnet und total alles schön ist, sondern hier ist echt so ein bisschen der Wurm drin. Und da solltest du drüber nachdenken, ob das wirklich das Richtige für dich ist. Das soll ich dir sagen. Okay. Nicht die schönste Sache, ich weiß, aber ich sag ja immer, du fühlst, was du fühlst und du nimmst an, was du annehmen willst und den Rest lässt du weg. Ja, und falls du dich noch zu einem anderen Paar hingezogen fühlst, schau dir den gerne an. Ansonsten, ja, Links in der Infobox zu verschiedenen Kanälen, sage ich schon, verschiedenen Themen auf meinem Kanal, meiner Website mit meinen Angeboten, dem Forum und einem PayPal-Link, falls du mir eine Spende zukommen lassen möchtest. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut. Hallo, Paar Nummer 3. Ihr habt den Fluorit gewählt. Und wir schauen mal, was wir hier reinkriegen. Okay. Schütze-Energie. Es geht nach vorn. Nicht mehr zurück. Also nochmal eine Zwilling-Energie. Okay. Also wir haben hier das orangene Thema, was sich hier mehrfach durchzieht. Also es ist eine sehr inspirierte, von oben geführte Sache. Ihr sollt euch auch begegnen. Ich habe das Gefühl, das war, könnte man fast sagen, Manifestation. Ja, wir schauen mal, was ich hier reinkriege. Ich mache jetzt mal sehr viele Sachen hier rein, damit ich einen besseren Überblick kriege. Okay. Ich glaube, du hast schon einige Narzissten hinter dir. In deinem Leben, egal ob partnerschaftlich oder nicht, was starken Einfluss auf dich genommen hat und was du auch, wo du auch gemerkt hast, das sind Energievampire, die ziehen an dir. Die beeinflussen dich negativ, das tut dir nicht gut. Das hat auch mit deiner Kindheit beeinflusst, das hat auch mit dafür gesorgt, dass du ein kleiner Perfektionist geworden bist und ja, an dir sehr viel rumdokterst. Und das erschwert dir manchmal auch, das Liebeslebens zuzulassen. Ja, da ist so eine kleine Arcturus-Energie, die auch so ein bisschen im Kopf durch die Wand und manchmal gar nicht mögen, wenn Kritik kommt. Heißt nicht, dass es immer so bei dir sein muss, aber das kann manchmal sehr schwerwiegend sein. Dich für die Liebe zu öffnen, ist mit deiner Aufgabe hier. Ja, wirklich aus der Asche wieder aufzuersteigen und zu sagen, ich fucke so ungefähr, ich fange wieder an, ich liebe. Ja, ich heile meine Kindheit, ich liebe. Du darfst auch manchmal nichts tun. Ich habe auch das Gefühl, diese Partnerschaft, bei auch nichts tun, stopp, nicht so nach vorne gehen. Der Schütze hat manchmal so ein Wuh-Wuh-Wuh-Wuh-Energie. Das kann manchmal zu viel sein. Also ein bisschen Kommunikation, kein Ding, ja. Aber in der Gegenwart sein, nicht zu viel über Zukunft reden. Das kann manchmal dem anderen Stress auslösen. Du bist eine sehr starke Persönlichkeit, die eigentlich schon sehr viel mitbringt. Aber bei dir muss halt die narzisstische Wunde noch ein bisschen heilen.
Ansonsten kannst du selber ausschlagen, wie ein Narzisst. Das ist ja, einige von euch denken, oh Gott, bin ich vielleicht selber Narzisst? Ich kann manchmal ganz schön bösartig werden. Hast du einen Narzissten hinter dir gehabt? Kein Wunder, dass du narzisstische Züge hast. Das kopiert man. Man will überleben. Man hat das integriert. Das muss heilen. Das dauert. Ja, das verschwindet auch wieder. Ich sage immer, Narzissten sind geboren und nicht gemacht. Ein Narzisst kann nur noch verschärft werden, durch bestimmte Lebenssachen, aber grundsätzlich, wenn du nie einer warst, kannst du auch letztendlich nie einer sein. Du kannst nur bestimmte narzisstische Züge übernommen haben, um dich eben zu verteidigen. Und das ist dann eben, sagen wir mal, der Ballast, der noch an dir dran hängt, aber der darf auch wieder weggehen. Du hast einen gewissen Stolz. Der wurde wahrscheinlich in deinem Leben auch schon ein paar Mal gebrochen. Stolz sein ist nicht schlimm. Man darf auf sich stolz sein. Ja, man darf sich gut fühlen. Und man ist auch recht stark, aber man darf nicht zu stolz werden und sagen, oh, ich bin als Single gut zurechtgekommen oder oh, ich brauche niemanden. Wir brauchen alle irgendwo jemanden. Ja, wir sollen den nicht brauchen, um zu existieren, aber letztendlich, wenn man ganz ehrlich ist, ohne dass jemand dir eine Wohnung vermietet, hast du keine, ja, Miete, beziehungsweise Wohnung. Und ohne dass du irgendwo arbeiten gehst, hast du auch kein Geld, selbst wenn man das auch alles irgendwo noch kritisieren und bestreiten könnte, was da alles so läuft. Aber vom Prinzip, wir brauchen immer andere Menschen. Ja, alleine schon, wenn du einen Apfel haben willst, brauchst du jemanden, der einen Apfelbaum hat, damit du das ernten kannst, beziehungsweise kaufen kannst. Also du hast selber einen, dann brauchst du aber wieder die Samen und so weiter und so fort. Letztendlich sind wir immer auch auf andere angewiesen und das sollst du verstehen, dass du bist nicht alleine, du wirst nicht alleine sein und du darfst mehr vertrauen und auch den weichen Teil von dir zeigen. Ja. Du darfst im Jetzt und hier ankommen. Du musst dich nicht permanent verteidigen. Du musst nicht denken, du musst perfekt sein. Du darfst einfach du sein. Mit deinen Fehlern, mit deinen Macken, mit deinen Schwierigkeiten. Das ist erlaubt. Und das ist sogar in gewisser Weise gewollt. Und diese Begegnung mit demjenigen ist nicht ohne Grund passiert. Das soll so sein. Das ist auch, wir haben ja die Einigkeit von den fünf Elementen. Das heißt, das ist auch stimmig, was hier passiert. Ich habe auch das Gefühl, ihr seid beide irgendwo geschunden, habt beide Probleme gehabt. Und da ist es nicht so einfach, dann den Mittelweg zu finden, weil beide irgendwo schnell abrutschen können in ihre Angst. Und ihr dürft ruhig da mehr ins Vertrauen gehen und sagen, das passiert hier nicht ohne Grund gerade. Ja, da findet etwas in mir statt, auch wenn es was aufwühlt, aber das wird. Und nicht so viel verlangen, nicht so viel in die Zukunft gehen wollen, nicht zu schnell sein wollen. Ruhig auch einen langsamen Weg. Auch sich manchmal fünfmal im Kreis drehen, ist in Ordnung. Manchmal muss man fünfmal im Kreis sich drehen, bis man was versteht. Es ist nicht schlimm, man muss nicht gleich immer nach vorne gehen, ja? Aufhören, zwei Gesichter zu zeigen. Zeig dein wahres Gesicht, nicht mal die falsche Seite. Also falsche Seite, die antrainierte Seite. Auch gerade wenn Narzissmus im Spiel war, hat man immer eine, sagen wir mal, falsche Seite, eine Schutzseite. Die war lebensnotwendig, verurteile dich nicht dafür. Du darfst die haben oder die war wichtig, aber du darfst, wenn du in die Partnerschaft gehst, diese Seite nicht mehr zeigen, weil das ist die, sag mal, falsche Seite. Also du darfst ruhig offener, freier sein und verletzlicher. Das ist ganz wichtig. Liebe kann nur existieren, wenn Verletzlichkeit existiert. Ansonsten geht's nicht. Ansonsten ist das keine Liebe, ansonsten ist es eine Lüge. Und ich habe auch das Gefühl, ihr seid schon gut auf eurem Lebensweg. Du bist auf deinem Lebensweg, der andere ist auch auf seinem Lebensweg. Das gehört gerade zusammen. Ihr begegnet euch da und ihr wachst da auch zusammen. Ihr müsst halt aufpassen, manchmal nicht der Vampir füreinander zu sein. Ja, dass ihr zu sehr wollt, zu sehr die Lücke füllen wollt durch den anderen. Das spürt derjenige und dann denkt er sofort wieder, oh Gott, Narzisstenalarm. Ja, da muss man manchmal ein bisschen aufpassen. Das ist schwierig, aber machbar. Und ihr dürft ruhig auch wieder an die Liebe glauben. An dieses wirkliche, wahre Liebe-Ding dürft ihr glauben. Und eure Kommunikation wird auch immer besser. Ihr werdet immer offener, immer lockerer. Seid immer mehr in der Gegenwart. Kommt an. Und baut euch auch gerade selbst auf. Das war's zu Peil Nummer 3. Mehr will sie will nicht mehr sagen. Mehr kommt nicht durch. Ja, falls ihr euch zu einem anderen Peil noch hingezogen fühlt, schaut ihn gerne an. Ansonsten Links zu verschiedenen Themen auf meinem Kanal, in der Infobox, meine Website mit meinen Angeboten, dem Forum und einem PayPal-Link, falls du mir eine Spende dalassen möchtest. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Und falls du das andere Video noch nicht gesehen hast, was ich zum selben Thema gemacht habe, Teil 1, kannst du auch da nochmal schauen. Vielleicht spricht da dich ja noch was an. Okay, macht's gut, ihr Lieben, bis bald.